das direkte Gespräch suchen über die Zukunft der Kirche. In Großmehring bei Ingolstadt will sich der Bischof von Regensburg den Fragen der Gläubigen stellen. Und es gibt ihn den Bedarf zu reden, in bewegten Zeiten wie diesen. Mich stört es immer, dass alle Vorwürfe so pauschaliert werden und alles verallgemeinert. Und da heißt es eben einfach, da wird der Denkmantel drüber gebreitet und die stecken alle unter einer Decke. Und das stört mich ungemein, weil für mich hat sich, was Glauben anbelangt, nichts verändert. Weil es sind alles Menschen und Menschen machen Fehler. Man ist halt total, also erschüttert. Also ich bin halt auch schon lange bei der Kirche mit dabei, war immer gern dabei. Hat mir ganz viel gegeben, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Habe jetzt auch Kinder, also Heranwachsende, die sagen Mama. Also die lassen Sprüche los mit Mama, also Glauben austreten, um den Glauben nicht zu verlieren. Ja, und darum bin ich jetzt heute mal da. Den Bischof kenne ich auch noch nicht. Ich muss sagen, ich bin seit 44 Jahren Mitglied der katholischen Kirche. Ich habe grundsätzlich keine Probleme mit der Kirche. Natürlich gibt es immer mal wieder Fauxpas von einzelnen Personen. Aber dass ich jetzt das ganze Konstrukt in Frage stelle, ist für mich, stellt sich nicht die Frage. Die ganzen Skandale ändern überhaupt nichts an meinem Glauben, weil die Kirche, da heißt es immer die Kirche, wer ist überhaupt die Kirche? Die Kirche ist in erster Linie Christus selbst und alle, die an ihn glauben und ans Evangelium. Am Vorabend seines Pastoralbesuchs in Großmehring stellen die Gläubigen der Pfarrei dem Bischof ganz direkte Fragen. Es geht um Themen wie das Zölibat, eine moderne Verkündigung, um den synodalen Weg, also eine offene und selbstkritische Diskussion. Auch darum, wie man junge Menschen für die Kirche gewinnen kann. Die Ansichten sind verschieden, der Austausch ist konstruktiv. Die Problematik ist halt die, dass in den letzten Wochen und Monaten sich durch das Münchner Gutachten, durch die Ergebnisse des synodalen Wegs, sich einfach die Situation sehr zugespitzt hat. Und dass deswegen halt auch eigentlich keiner mehr still gesessen hat. Und vor Ort kann man über viele Dinge diskutieren, aber es ist bei uns keiner am synodalen Weg gewesen. Es ist keiner in irgendeiner Diözesanleitung bei uns. Und von daher denke ich, dass so mal ein Gespräch mit dem Bischof schon etwas ist, was vielen auch gut tut. Der Bischof geht sehr offen um mit den zum Teil kritischen Fragen, beschreibt seine Sicht der Dinge und was ihn bewegt. Dabei gibt er mit sehr persönlichen Beispielen ein Zeugnis seines Glaubens. Ich stelle fest, dass viele entscheidende Dinge, wie zum Beispiel auch der Glaube an Gott, der Glaube an den dreifaltigen Gott, Inkarnation, bei vielen Menschen irgendwie sich verflüchtigt. Aber wenn das nicht die Basis ist, dann hat Kirche keine Lebensgrundlage mehr. Allensbach-Umfrage zeigt, dass das die entscheidenden Beweggründe sind, dass Menschen sich aus der Kirche entfernen. Deswegen muss um den Glauben, muss um die Mitte, um die Essentials gerungen werden. Ein Gespräch, das trotz kontroverser Diskussionen versöhnlich bleibt. Die Botschaft der Teilnehmer ist eindeutig. Kirche und Glaube gehören weiter zu ihrem Leben, aber es muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Die Themen finde ich sehr auf Augenhöhe von der Gesellschaft wiedergegeben, hat versucht, seine Position zu erklären, warum er manche Dinge so sieht. Und ich denke, das hat er eigentlich ganz gut geschafft. Was ja eigentlich noch viel schöner war, dass man auch die Leute reinholt, die der Kirche schon einen Rücken zugewendet haben. Oder einfach Leute, die hadern. Oder da habe ich in meinem Freundeskreis auch so viele, die so oft anecken und sagen, sie haben da so große Probleme damit, dass man genau die doch fragt, was stört euch, was können wir machen, dass man da wieder Anklang findet und die Gemeinschaft einfach wieder ins Leben ruft dann. Am Glauben kann man nichts verändern, aber das Äußere, das Außenrum, da kann man vielleicht doch das eine oder andere Impuls setzen, damit der eine oder andere wieder mehr Gefallen an der Kirche hat. Und wenn man dann wieder dabei ist, dann wird man vielleicht wieder neu begeistert. Der Bischof von Regensburg und die Gläubigen in Großmehring, sie haben das gleiche Ziel, Menschen für den Glauben begeistern, damit beim nächsten Mal auch dieser Stuhl besetzt ist.